Herzlich willkommen zum Vorort Handballtalk. Wie immer, nach unserem Spiel. Wie gesagt, normal fängt hier immer der Gästetrainer an, aber der ist leider nicht da. Deswegen übergebe ich direkt an unseren Trainer, Krischer Hannawald. Krischer, deine Meinung zum Spiel? Wie hast du es gesehen heute? Es gibt Zeit, jetzt nicht auszusetzen, aber vielleicht gibt es dir was. Ja. Ich sollte was finden, was ich auszusetzen habe, aber leider finde ich nichts. Wenn man mit 14 Toren nach der englischen Woche zu Hause dann als Abschluss noch gewinnt, dann kriegt das allen Respekt und Chapeau der ganzen Mannschaft. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ergebnis so deutlich ausfällt nach dem knappen Sieg in Rimpern, aber vom Tor dann bis allen möglichen war das eine fantastische Mannschaftsleistung und so macht Handballspielen Spaß und ich hoffe mir auch. Und was mich freut, wir haben einen Zuschauer mehr gewonnen als letztes Mal im Spiel. Das ist ja schon ein Riesenerfolg. Ja, hier spricht auch heute auch. Also, ich habe nochmal nachgeschaut, letzten Jahr wirklich nur 603 Leute. Heute haben wir 604 gehabt. Also, ich gehe aufwärts. Ich habe aus der Zeitung vorher Spiel durchgelesen, da hat man sich eigentlich auch mit 3:1 abgehört, von denen einschätzen. Das haben sie anfänglich defensiver gezeigt, dann haben sie gegen uns Masse gespielt. Der siebte Feldspieler war am Anfang der Halbzeit auf der Karte. War euch das klar und habt ihr euch da gut auch einstellen gehabt? Und das ist ja echt gut angenommen worden. Also ich muss sagen, wir haben eigentlich mit einer offensiven 3:1 Abwehr gerechnet. Haben wir auch dafür trainiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass Regensburg auch die letzten zwei Spiele angeguckt hat mit Friedberg und Ripper. Da haben wir nicht ganz so glücklich agiert, mal höflich ausgedrückt. Und kann ich mir vorstellen, dass er deswegen eine 6-0 gespielt hat. Aber heute mit Willi im Rückraum Mitte, also ich glaube, besser kann man gar nicht spielen oder das Spiel leiten. Deswegen wurde auch zu Recht der Mann gedeckt. Da haben sie 5-1 oder 3:1 gespielt, da haben wir auch eine Lösung gehabt. Dann vorne mit dem, oder in der Abwehr bei uns mit dem siebten Feldspieler haben die Abwehrspieler das bravourös gemeistert. Es waren ein, zwei Situationen dabei, aber prinzipiell sage ich, egal was sie gebracht haben, wir haben immer eine Antwort gehabt und deswegen Chapeau. Ja, wie gesagt, es war unheimlich viel Spielfreude heute in der Mannschaft, dann auch im Angriff. Gary hat da ordentlich durchgefeuert. Am Anfang Konstantin, das Lili schon genannt. Maxi war ja heute krank. Ist er wieder fit jetzt geworden? Ich bin leider kein Doktor, aber ich gehe mal davon aus, dass er nächste Woche wieder fit ist. Er hat ein bisschen laboriert. Es war nicht klar, dass er heute nicht spielt. Aber er hatte Schüttelfrost und 40 Grad Fieber und da ist es dann doof, jemanden spielen zu lassen. Denn die menschliche Gesundheit geht gut vor allem. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat es super gemacht. Ja, schickt man den mal gleich ins Bett. So, nächste Woche, zweites Heimspiel in Folge gegen den TV Hauptstadt am 13.10. Wie geht es an die Woche und was erwartet euch die Hauptstadt? Ja, wir dürfen hier auf jeden Fall keinen einzigen Gegner, unterschätzen. Wir müssen jeden wirklich ernst nehmen und wir werden uns, das verspreche ich euch hier, mit ganz gewissenhaft uns die ganze Woche darauf vorbereiten, so dass wir eine schlagkräftige Mannschaft erstmal dagegen stellen und dass wir auch ein gewisses Konzept dagegen haben, so dass wir auf jeden Fall gewinnen werden. Super, Fischer. Noch ganz kurz zu Konstantin, weiß ich gleich verletzt im Spiel, ist da ein Ausfall zu erwarten oder können wir nichts mehr holen mit ihm rechnen? Nein, das war nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ich habe ihn gefragt, da hat er gesagt, Coach, wenn es nicht unbedingt sein muss, würde lieber, er zwickt ein bisschen, er würde lieber die anderen spielen lassen und die haben es ja auch bravourös gemacht und ich denke, dass er nächste Woche ganz normal fit ist. Super. Dann danke ich dir, Fischer, und wie gesagt, freue mich, euch nächste Woche zur gleichen Uhrzeit, 19:30 Uhr, wieder hier in der Halle begrüßen zu dürfen. Macht euch heute noch einen schönen Abend, esst noch ein wenig was, trinkt noch ein wenig was, und ich hoffe, dass wir dann nächste Woche die 104 zu 105 kommen. Liebe Zuschauer, durch Spiel ein mehr, und irgendwann steigern wir das Thema kurz in die Moral.
gegen Horn Stetten und der zweite Halbspiel in Folge. Und ansonsten noch ein recht schönes Festwochenende und dann bis nächste Woche. Danke, ciao.